Freunde. Wir melden uns heute aus Magdeburg. Oder wie der Fachmann sagt, Magdeburg. Oder so ähnlich, ich kann das gar nicht aussprechen. Nee, wir reden ja Hochdeutsch, das du ein. Magdeburg in Sachsen-Anhalt. Ne? Und hier sind wir mitten einer grünen Zitadelle. Ja, grüne Zitadelle, aber nicht wein grün, sondern weil das hier im Sommer über total grün ist. Überall wachsen Bäume drin. Das ist das letzte große Projekt von Friedensreich Hundertwasser. Jawohl. Friedensreich. Was für ein Name. War Direct Programm. Ja. Und das kann man sich fürs neue Jahr auch nur wünschen. Friedensreich. Auf alle Fälle. Allen viel, viel Frieden und Gesundheit fürs neue Jahr, ne? Viel Erfolg und was weiß ich, was ihr euch noch alles wünscht. Ja, aber hier ist wirklich Schiene. Und warm haben wir's. 15 Grad. Ja, Katastrophe. Ich find's nicht so katastrophal. Friert man wenigstens nicht. Naja, aber eine Silvesterdonnerei rutscht dieses Jahr an. Die Leute müssen ja für 2 versäumte Jahre nachballern. Haben sie gesagt? Naja, bei uns an der Eberlausitz wird davon nicht viel zu merken sein, denn wir haben die letzten 2 Jahre genauso geballert. Haben wir uns einfach die Knaller in Biemschen besorgt. Wir lassen uns doch das Geballer nicht verbieten. Ach, hör mal auf. Es wäre schön gewesen, wenn es ein bisschen ruhiger gewesen wäre. Ja. Aber Nano ist ja die Pandemie vorbei. Ja, Drosten hat seine Kirche für seine Jünger einfach geschlossen. Aber da gab's Proteste. Die Mehrzahl der Deutschen ist der Meinung, die Pandemie ist noch nicht vorbei. Ein Meinungsforschungsinstitut, dessen Namen ich vorher noch nie gehört habe, die haben wahrscheinlich 300 Leute befragt, die im Bioladen freiwillig Maske getragen haben. Könnte es sein. So, und jetzt zeigen wir euch ein paar schöne Bilder hier aus Magdeburg, aus der grünen Zitadelle. Na, und vom Domplatz, da ist herrlich beleuchtet. Und vom Dome, da sieht auch gut aus. Ja, Magdeburg ist eine Reise wert. Könnt ihr euch mal vornehmen, fürs nächste Jahr. Bis dahin. Macht's gut. Ja, macht's gut, Leute. Wir umkreisen erst einmal das Modell des ganzen Gebäudes und danach begeben wir uns in die Realität. Zauberei, da sind wir schon. Die Säulen stehen für Schönheit und Stabilität der Bäume. Die gerade Linie ist gottlos. Deshalb ist bei Hundertwasser alles schön gebogen und gewölbt und nicht eins wie's andere. Jede Treppenstufe sieht anders aus, kunstvoll gekachelt, wie man hier gut sehen kann. Jedes Badezimmer ist anders schief gefliest, alles wunderschön. Goldene Kugeln erheben den Bewohner in den Stand eines Königs. Hier sehen wir das Kloster, dahinter die Elbe. Und bei guter Sicht kann man bis zum Brocken schauen. Zu diesem wunderschönen, langweiligen Bankgebäude wollte Hundertwasser ein Gegenstück schaffen. Deshalb ist seine grüne Zitadelle rosarot angestrichen. Der Domplatz in Magdeburg, der ist beleuchtet, befunkelt und beglitzert, wie Christmas Garden in Dresden-Pillnitz. Aber im Gegensatz dazu ganz kostenlos zu besichtigen. Hier haben wir zum Beispiel das historische Ereignis der Magdeburg.
Magdeburger Halbkugeln. Ja, das Experiment. Mit dem Vakuum und so. Und jetzt wünschen wir euch noch ein gesundes, glückliches, erfolgreiches 2023.